Ja, der vierte Podcast des Jahres 2022. Und wir haben uns eben mal gefragt, wie das vor wie vielen Jahren, sagen wir mal, 50, 70 Jahren Ja, 50. so war, Anfang Februar. Da hatte man noch so Kartoffeln im Keller, man hatte rote Beete, bisschen Grünkohl, den letzten Rest, dann hatte man noch so verschrumpelte Äpfel, eingemachte Gurken. Ne, und das war dann schon ein Problem mit der Vitaminversorgung. Und wie gut haben wir es heutzutage? Wir gehen in den Supermarkt und kaufen uns frische Himbeeren. Ne? Und eine Banane kriegen wir dann noch. Und dann haben wir nicht erst im Mai, Juni die Erdbeeren, sondern schon im Februar. Und wo kommt das ganze Zeug her? Aus Holland, ne? Denkt man, der Zwischenhändler sitzt in Holland. Aber die Himbeeren kommen in Wirklichkeit aus Marokko. Die Ja, die Erdbeeren. Erdbeeren lässt sich nicht so genau sagen, wo die herkommen. Da muss ich Ich mal glaube, die genauer kamen schauen. Spanien oder so. Aus Spanien, Da aus genau. den Ja. Plastikfolienanlagen, ne? Und die Banane Die. aus Ecuador. So, und jetzt haben wir aber noch was sehr Gesundes eben eingepackt und es riecht tatsächlich schon Mir so ein geht's im bisschen. Moment nicht so, mir geht's im Moment nicht so gut. Klaus, der hat mir ein Kilo Knoblauch in die Hand Geschälter Knoblauch. gedrückt. Geschälten Knoblauch. Ein Da Kilo. habe ich allerdings geschaut, stammend aus Bochum. Aus. Warum aus Bochum, Wie aus weiß ich Bochum? nicht. Ist doch Ne? wieder Zwischenhändler, oder? Kaum aushaltbar. Ich weiß vor allen Dingen gar nicht, was er, Klaus, mit diesem Kilogramm Knoblauch möchte. Ich mache eine Knoblauchsuppe heute Abend. Oh. Aber wir haben noch was anderes, was wir aber noch nicht geklärt haben. Das wollen wir noch klären. Nämlich, wir haben schon wieder Unmengen an Blumensträußen eingepackt. Hauptsächlich Tulpen, aber auch Rosen und anderes Zeug. Und die sind alle noch gut. Und wir fragen uns, warum werden die nicht noch im Verkauf gelassen, sondern eigentlich weggeschmissen? Ja. Hm? So werden wir natürlich, das ist schön, Chorweiler, also diesen Stadtteil, verschönern durch viele, viele Blumensträuße in den Wohnzimmern. Aber trotzdem, das wollen wir noch klären. Da melden wir uns nochmal, ne? Auf jeden Fall, denn das ist so auffällig, dass es so viele sind, so viele schöne eigentlich. Und das können wir jetzt nicht ohne Erklärung einfach so stehen lassen. Gott, wir rufen jetzt bei der Bäckerei Wiens an, ne? Ich rufe jetzt heute an. Du hast jetzt in der letzten Zeit immer dort angerufen. Und da war nie was, ne? Wenn ich jetzt da heute anrufe, ne, da wette ich um diese Tulpen, dass die heute was für uns haben. Vielleicht solltest du da per Videocall anrufen Damit die und die das sehen. Tulpen Und sofort dann sagen in die sie, ja, Hand. kommen Sie vorbei, wir haben ganz viele Brötchen. Also ich probiere es jetzt mal, ja? Mal gucken. Ja, hier ist Klaus Riedel von der Kölner Tafel. Ich wollte fragen, ob Sie was heute für uns haben heute. Sie haben nichts da, das ist aber schade. Okay. Dann rufen wir nächste Woche wieder an, ne? Danke. Tschüss. Ja, da siehst du. Also es hängt offensichtlich doch nicht davon ab, wer da anruft. Ja, Mensch, schon wieder nichts. Ich Und dachte, das mein liegt an dir. Charming steht deinem wenig nach, wenigstens was den Erfolg angeht. Aber jetzt klären wir nochmal, was es mit diesen wunderschönen gelben Rosen und überhaupt den Tulpen und so auf sich hat. Ne? Wieso wir die immer so mitnehmen, das haben wir noch nicht geklärt. Wir sind noch dran, ne? Okay. Ja, wir haben einen ersten Ansatz, was es mit diesen Blumen auf sich hat. Die Lageristin hat uns eben erklärt, dass die Verpackung bestimmte Farben haben. Und nach den Farben müssen die an bestimmten Tagen aussortiert werden, weil die Kasse die dann nicht mehr annimmt. Wie lange jetzt diese dann sozusagen im Verkauf sind, das haben wir noch nicht rausgefunden.
Ja, die Blaubeeren. Unser Herz für Blaubeeren erweitert sich, weil unser Herz gilt jetzt auch der Erdbeere. Vor allen Dingen die aus Spanien kommt. Denn ich habe gerade gelesen, dass diese Erdbeeren aus Spanien also in zigfacher Hinsicht eine Katastrophe sind. Erstmal ist Spanien der größte Exportateur von Erdbeeren der ganzen Welt. Und die Böden, wo das angebaut wird, sind inzwischen schon total ausgelaugt. Die Leute, die da arbeiten, sind meistens weibliche Immigrantinnen, die brutals ausgebeutet werden. Und, das ist wieder das Thema der Blaubeere, die sind mit Insektiziden und mit Pestiziden geradezu verseucht. Und sollen, das haben wir jetzt nicht probiert und wir werden sie auch nicht probieren, der Appetit uns ist vergangen, die sollen auch überhaupt nicht schmecken. Gut. Was machen wir denn jetzt mit unserem Vitaminzufuhr? Ich dachte, jetzt hätten wir Vitamine. Aber wir haben doch Schoko-Apfelsinen im Wagen. Jo. Ja, aber wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Ja, keine Ahnung. Ich habe eben eingeladen. Das müssen wir auch noch mal recherchieren. Ja, Schoko-Apfelsinen. Aber wir bewegen uns ja in einem völlig dilemma-bezogenen, absurden System. Wir brauchen die Vitamine, sind angewiesen darauf, dass sie irgendwo in den warmen Ländern wachsen, zu uns kommen und dann lesen wir, dass das eigentlich alles nur vergiftetes Zeug ist. Aber die Schoko-Apfelsinen, die können nur prima sein. Vitamine, Energie, Kalorien, die liefern uns alles. Das müssen wir unbedingt gleich untersuchen. Ja, und ich gucke aber auch nochmal, wo die herkommen und ich werde auch nochmal nachlesen, was mit denen wieder so los ist. Ich sag dir, ne? Grünkohl. Grünkohl-Smoothies mit Apfelsaft aus heimischer Produktion. Das ist regionale und Küche. Rüben vom Feld. Jetzt. Und Rüben, ja. Rüben vom Feld. Ja. Also, ne, das ist verdammt schwierig mit dieser Vitaminzufuhr. Ne? Kurt, wegen der Vitamine, ne? Nimm dir einfach, da sind so viele Vitamine drin. Aber tu sie bitte nicht im Mund, ja? Nicht im Mund nehmen. Weil ich habe gerade gelesen, dass unsere Blaubeere, ne? Ich würde sagen, doch Blaubeeren essen. Weil Blaubeeren haben 5 verschiedene nachweisbare Pestizide. Und schätz mal, Himbeeren aus Marokko, wie viel haben die? Sag mal eine Zahl. Aus Marokko? Mhm. Also diese hier. Ja. Diese hier, da. Die. Noch mehr. Die sind nämlich empfindlicher. Ja, sag mal eine Zahl. 7. Okay. 24. Also nach der Zeitschrift Geo, die da mal Untersuchungen hat anstellen lassen, hat nachweisbar 24 verschiedene Pestizide, Insektizide, die auf einer Himbeere lasten. Und die addieren sich. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie so irgendwo einfach nur so ergänzen oder so, sondern das ist ein richtiger. Du isst keine Himbeere. Die Himbeere ist sozusagen der Anreiz, sondern du isst eigentlich nur einen großen Cocktail an Schadstoffen. Ist mit anderen Worten mehr Schadstoff als Himbeere. Also ich würde sagen, zurück zur Blaubeere, die nur 5 Pestizide hat. Ne? Da siehst du mal, wie man manche Dinge im Nachhinein, wenn man die entsprechenden Vergleiche ansieht, nochmal neu bewertet. Das relativiert sich, ne? Himbeeren hast du jetzt nicht gegessen. Was hast du dir jetzt gerade in den Mund genommen? Ich bleibe doch bei dem hoffentlich etwas sicheren. Ich habe ein, ich glaube, es heißt Moritz Eiskonfekt. Ein Stück Eiskonfekt. Leider nicht eisgekühlt, das wäre jetzt der Gipfel. Ja, ne? Aber da darf man jetzt auch nicht zu viel erwarten, muss man pragmatisch sein. Ja, wir bleiben bei diesen, ne, bei diesen Lebensmitteln. Irgendwie sind da auch ein paar Vitamine dabei. Ja, ne? Geht auf jeden Fall. Ich habe mir für heute Abend so eine Currywurst aus Soja rausgesucht. Ne? Allerdings, wenn ich mir so diese Würste angucke, irgendwie weiß ich dann doch nicht, ob ich die esse. Ne? Gut, wir haben eigentlich das jetzt geklärt mit den Blumen, ne? Was nicht so ganz einfach war. Ne? Weil bei
Aldi läuft das anders als bei Lidl. Bei Aldi, die Frau sagte, sie würden jeden Tag die Blumen durchinspizieren und wenn dann irgendwie was nicht mehr so schön ist dabei ist, wird es einfach aussortiert. Also das heißt nach Augenmaß. Aber in Lidl, bei Lidl, da wird das ganz einfach digital gelöst, indem montags eine Lieferung kommt. Montags ist die Lieferung mit diesem weißen Barcode ausstaffiert, ne? Und dieser Barcode wird montags und dienstags von der Kasse akzeptiert, aber Mittwoch nicht mehr. Am Mittwoch kommt nämlich die neue Lieferung und die hat einen roten Barcode. Und der wird dann von der Kasse Mittwoch und Donnerstag akzeptiert. Und am Freitag kommt eine neue Lieferung und da wird dann wieder eine andere Farbe genommen und die sind dann sozusagen ausgemustert. Die werden gar nicht mehr verkaufbar gemacht, also die Kasse nimmt sie nicht mehr an. Und so läuft das, dass wir diese eigentlich doch recht schönen, ne, Tulpen, die eigentlich doch noch gut aussehen, mitnehmen können. Egal, ob die noch gut sind oder nicht. Toll. Also das habe ich jetzt verstanden. Ja. Das ist im Prinzip genial einfach und effektiv, aber hat mit der Realität sozusagen, der Qualität der Blumen, auch nicht ganz so viel zu tun. Also wir haben ja unser Herz für die Blaubeere entdeckt. Jetzt haben wir unser Herz für die Himbeere und auch für die Erdbeere. Ne? Und eigentlich müssten wir das Herz auch für die Tulpe, ne, ja, entdecken, die einfach da wächst. Ne? Gibt sich alle Mühe, schön auszusehen. Und dann ist der Barcode abgelaufen und wird einfach weggeschmissen. Wenn wir nicht wären. Genau, wenn wir nicht wären. Korweiler in die Wohnstuben und die, was weiß ich, was die da so für Wohnungen haben, da werden jetzt überall Tulpen stehen. Das war der Podcast von heute. Ja, Klaus, da bin ich dir aber für diese Aufklärung sehr, sehr dankbar. Ja, du als Tulpenfreund, ne?